Willkommen zu einem weiteren Dragon Ball Legends TOP Guide Video. Meine Güte, war ich überrascht, als ich aus der letzten Season rausging. 123 Millionen Punkte hat mir das Kinoversion Saga Team eingebracht und das hat dafür gesorgt, dass ich auf Platz 2760 gelandet bin. Ich konnte die 1000 CC mitnehmen, hab wieder ein bisschen mehr auf meinem CC-Konto und bin bereit für das nächste Banner, was erscheint, weil das aktuelle Banner mich ehrlich gesagt gar nicht so anspricht. Aber dazu später mehr, was die Charaktere angeht. Wir gucken uns jetzt erstmal ein paar andere Sachen an, bevor wir zu den Charakteren kommen. Denn die 75. Season steht bevor und wir wollen natürlich wissen, wie gehen wir lang, was gibt's für Besonderheiten und. Ich habe euch alles unten in der Videobeschreibung verlinkt, wo ihr entsprechend schnell hinspringen könnt, da findet ihr alles, Fahrt, Besonderheiten, Teams und so weiter, ist alles dort nochmal aufgeschrieben und verlinkt und wenn ihr schon dabei seid und euch dort einmal umschaut, wenn es euch gefällt, denkt dran auch dann ein Like da zu lassen und ein Abo, damit ihr dann in Zukunft kein weiteres Video verpasst. Ich würde vorschlagen, wir gucken uns jetzt als nächstes einmal den Fahrt an, welcher so ausschaut. Ihr könnt gerne pausieren, euch den Fahrt auch in Ruhe anschauen und dann entsprechend so einmal lang gehen. Wenn ihr Schwierigkeiten habt, weiche ich gerne auf andere Felder aus. Wichtig ist nur, ihr kommt bis zum Ende durch, nehmt alle Bonusfelder mit, auch das letzte Feld. Das Bossfeld ist ein Bonusfeld, deswegen da ganz wichtig, da kriegt ihr mal ordentlich Punkte und könnt dann wirklich auch dann die 1000 CC mitnehmen, wenn ihr es bis zum Ende schafft. Es kann sein, dass wenn man einmal stirbt, das nicht so ausschlaggebend ist dafür, dass man die 1000 CC dann nicht bekommt, aber es könnte schon risky werden. Deswegen gerne auf Nummer sicher gehen, safe spielen, 1000 CC mitnehmen. 1000 CC haben oder nicht haben ist immer so eine Sache in Legend. Bei Gacha Games muss man immer alles mitnehmen, was geht. Deswegen auch hier gerne an der Stelle pausieren und den Pfad in Ruhe einmal anschauen und auch folgen. Und wenn es nötig ist, gerne auch ausweichen. Denn auch hier gibt es Besonderheiten und die schauen wir uns jetzt einmal zusammen an. Beginnt mit einem der Starterfelder und dort haben wir gleich zwei wichtige, vier wichtige Charaktere. Einerseits Mr. Satan, der erhöht die Ki-Regeneration der Verbündeten, deswegen können die etwas schneller angreifen. C18 heilt die Verbündeten, Felder vor sich werden geheilt und die zwei Hype-Sergeants, Trunks und Goten, verwandeln sich. Und vor allem Goten hat eine garantierte blaue Karte zu Zug 2, zu Beginn von Zug 2 meine ich, deswegen ihn auf jeden Fall als allererstes anvisieren und dann vielleicht zum Schluss auf Trunks sogar, weil seine Verwandlung lässt, wie auch bei Goten, in der letzten Runde nach. Deswegen, die verwandeln sich zurück, die sollten dann einfach zu besiegen sein, aber ansonsten ist das Feld an sich, wenn man das Ganze beachtet mit der blauen Karte und so weiter, relativ easy. Gegebenenfalls kommt ihr auf dieses Bossfeld und da solltet ihr darauf achten, dass diese Charaktere nur mit Schlagangriffen angegriffen werden sollten, denn dann ignoriert ihr schon mal Freezers Fähigkeit von dem Full Power Freezer, der nicht LF ist, dass er eine garantierte blaue Karte hat. Und vor allem solltet ihr dann, nachdem ihr die zwei LFs raus oder die drei LFs besiegt habt, euch auf Bojack konzentrieren. Wenn euer Team diese aber nicht vor Runde 3 besiegen kann, dann solltet ihr zwischendrin auch mal den Leader in Bojack angreifen, weil der hat eine garantierte blaue Karte, die wollt ihr nicht kastieren, deswegen gerne mal vielleicht zwei LFs erst anvisieren, dann als dritten dann den Bojack und dann konzentriert ihr euch auf die anderen. Solange ihr keine Fernangriffe mitnimmt, ignoriert ihr wie gesagt auch die Freezer-Fähigkeit, dass er eine garantierte blaue Karte hat. Weil zudem ignoriert bzw. macht er diesen Fernangriff auch inaktiv, das müsst ihr auch bedenken. Bei dem Bossfeld wollt ihr natürlich auch die LFs zuerst raushauen, vielleicht erst die Gammas, dann Beast Gohan oder auch andersrum. Wichtig ist nur Magenta zum Schluss und vielleicht die Supporter auch erstmal zum Schluss, dass ihr erstmal die LFs raushaut, dann Piccolo, Gohan, Pan und Magenta in der Reihenfolge. Ansonsten sind die Bossfelder relativ schwierig. Wenn ihr auf einem 5-Bosse-Feld-Bossfeld gehen wollt, dann nehmt dieses eher mit, anstelle des anderen mit den zwei Ultra-Charakteren, da seid ihr auf Nummer sicher. Generell gilt auch, immer die Charaktere beseitigen, die Stunts haben. Jetzt in dem Fall ist es jetzt nicht so, dass Charaktere stunnen können, hier bei dem Gegner. Aber es gibt Felder mit Mai zum Beispiel, mit Beerus, mit Whis, dass diese Felder auf jeden Fall ignoriert werden sollten, beziehungsweise, dass diese Charaktere erst angegriffen werden sollten. Und auch Felder mit Hit, dass ihr Hit zuletzt angreift, weil er macht den Angriff inaktiv. Und das wollt ihr auf jeden Fall nicht in Kauf nehmen, dass ihr weniger Schaden raushaut. Deswegen denkt an diese Worte und dann solltet ihr eigentlich ganz gut durch diesen Pfad durchkommen. Beginnen wir mal mit den neuen Charakteren, besser gesagt mit dem neuen Senka-Charakter, den wir zuletzt bekommen haben. Und das ist Golden Freezer. Wir befinden uns ja in dieser Villain-Campaign, wo wir diese Charaktere ja nochmal häufiger sehen werden, beziehungsweise ihn sehen wir vielleicht auch noch irgendwann mal in PvP. Ich habe ihn jetzt selber nur auf 5
Senkerstufe 5. Ihn pushen wir mal hoch und gucken uns den Burschen einmal an. Den habe ich jetzt länger nirgendwo mal in so einem Team gesehen. Für den Turnier der Kraftmodus, aber auch gar nicht so oft im PvP. Er hat jetzt hier folgende Stats. Er hat einen sehr hohen Fernangriff, gar nicht mal so niedrigen Schlagangriff und seine Ki-Regeneration ist auch passabel, sagen wir mal so. Seine Künstlerkarten, Extremschaden, zweimal jeweils Ulti als auch normale. Und seine Fähigkeiten machen aber folgendes. Er hat einen zusätzlichen Damage-Buff bei Saiyajin-Gegnern. Dann hat er für Verbündete in der Reihe hinter sich einen 10%igen Damage-Buff. Verbündete in Reichweite erhöht der Ki-Regeneration um 20 und der eigenzugte Schaden steigt nochmal um 30 bei Runde 1. Zudem wird die Superaktion ausgelöst. Er hat nochmal einen 50%igen Damage-Buff für 2 Runden, 90 Ki-Regeneration und Staatseffekte werden Staatseffekt zweimal immun gegen Attributsabzüge. Okay. Klingt solide. Klingt solide. Bei Kampfbeginn selbst hat er nochmal den Buff für seine Blaue und seine Ulti. Bei Kampfbeginn hat er auch gegen Saiyajin nochmal erhöhten Schaden. Also er bufft seine Ulti und sein Blaue sehr, sehr strong. Und wenn er mit dem finalen Angriff trifft, dann stunt er den Gegner für einen Zug. Das ist ein bisschen ernüchternd. Das ist ein bisschen... Ich würde eher lesen wollen, dass sie seine blaue Leiste steigt, aber es ist nicht so. Er bufft böse Abstammung, böse Armee, 25% Schlag-Fernangriff und seine Senkerfähigkeit bufft böse Abstammung, Green. Das heißt, er will in einem Lineage of Evil Team gespielt werden. Allein jetzt sein Kit überzeugt nicht, aber zusammen mit seinen Stats macht es ihn auf jeden Fall spielbar. Vor allem, dass er auch hier die Verbündeten so ein bisschen bufft, warum nicht? Kann man auf jeden Fall mitnehmen. Der nächste im Bunde ist Broly. Free-to-play Broly ist hier mit am Stissel. Und auch ihn, 7 Sterne rot, habe ich noch nicht, kommt noch. Ihn habe ich aber zumindest schon mal ein paar Sterne rot gebracht. Er hat jetzt eine sehr geringe Ki-Regeneration, was man von einem Broly-Charakter nicht erwarten würde. Seine Schlag- und Fernangriff sind relativ nah beieinander, wobei er fernangriffsorientiert ist. Seine Künstlerkarte macht extremen Schaden. Seine Fähigkeiten sind aber folgende. Damage-Buff 75%, Spezialangriffsschaden 15% und ab und erlittener Schaden 15% down. Ki steigt nochmal um 80 und bei Angriff mit Fernangriff eigenzufügter Schaden 10% ab für eine Runde und seine blaue Leiste steigt um 3%. Und er debufft den Gegner für Fernangriffe um 10% für 2 Runden. Das ist gut. Er steigert seine blaue Karte mit jedem Angriff, den er tätigt. Seine blaue Leiste. Das ist jedenfalls... besser als das von Freezer. Bei Beginn von Zug 1 gegen Son Family Vegeta Clan hat er nochmal einen Damage Buff bei der blauen und seine Leiste füllt sich nochmal um 5% separat und Ki-Reaktionsgeschwindigkeit je 5 ab, also je Gegner 5 ab, die von diesen Kategorien sind. Bei Beginn von Zug 2 heilt er sich um 2%, seine Füllleiste steigt um 20% und allen Gegnern aus Blutabzug erlittener Schaden 20% ab. Das ist ein stronger Free-to-Play-Charakter für den Modus. No joke. Das ist wirklich strong. Der Broly auf jeden Fall mitnehmen. 7 Sterne rot. Wenn ihr ihn in einem mächtigen Feindteam oder Kinoversion Saga spielen wollt, nehmt ihn mit. Ist genauso gut wie der Free-to-Play C13. Auch guter Charakter. Ihn würde ich hier sogar noch ein bisschen besser einstufen, weil er sich auch healt und auch die blaue Leiste sehr schnell füllt und Damage-Buffs und Debuffs verteilt. Fernangriff, Verteidigung, mächtiger Feind, Event limitiert oder Episode Kinoversion Saga 33% ab. Ja, Thumbs up. Der Charakter ist sehr gut. Mal sehen, ob wir das über die neuen Charaktere auch sagen können. Der Trunks hier kam neulich dazu. Baby. Nicht Baby Trunks, sondern Baby besessen. Er ist ein Fernangriffstyp. Und ihn schauen wir uns auch, hier gehe ich schon falsch rüber, einmal an. 7 Sterne rot, Fernangriff natürlich. Ki-Reaktion lässt sich auch ganz gut sehen. Extremschaden macht er ebenfalls wie seine zwei Vorläufer auch. Erste Fähigkeit, Damage Buff 70%, Fernangriffsbuff 15%, Damage Reduction 20%. Beginn von Zug 1 hat er nochmal einen 20%igen Damage Buff. Ki-Reaktionsgeschwindigkeit steigt um 20%, wichtig und richtig. Und bei Angriff, Fernangriff, wie bei dem Broly, steigt die Leistung um 2%. Geil. Dann hier hat er einen Deckungswechsel für Verbündete um sich herum. Und bei Zugbeginn Saiyajin oder Halbzeit-Gym im gegnerischen Team, die eigene Spezialangriffsleiste steigt um 10%. Debuff 10%, das ist wichtig. Und dann auch nochmal Ki-Regenerationsgeschwindigkeit des Gegners sinkt um 10% für einen Zug. Das ist heftig. Alle Gegner. Das ist sehr heftig. Bei Angriff mit Schlag- oder Fernangriff hat er nochmal entsprechende Debuffs sehr verteilt und bufft mit seiner Siegfähigkeit Fernangriff, Verteidigung von GT, mächtiger Feind oder Erneuerung und Basisschlagverteidigung von GT um 18%, das andere 35%. Ey, ganz ehrlich, 7 Sterne oder höher, ab ins Team.
Vielleicht sogar mit 6 Sternen. Sollte auch funktionieren. Bei dem Kit geil. Mal sehen, ob Baby mithalten kann. Er ist ja im PvP wirklich sehr, sehr stark von den Sternen abhängig. Je mehr Sterne, umso besser. Also 2 Sterne rot müssen es, denke ich mal, mindestens sein, damit er richtig geil performt oder sogar noch höher. Aber hier sind wir in einem anderen Modus drin. TOP, da hat er eine hohe Ki-Regeneration im Vergleich zu den anderen. Schlagangriff basiert. Dann haben wir hier extremen Schaden mit den 2 blauen. Und seine erste Fähigkeit, 95%iger Damage Buff, 25%ige Damage Reduction und er debufft den Gegner für 2 Runden um 10% im Schaden, dass die mehr erleiden. Genau. Und bei Beginn pro Saiyajin im gegnerischen Team haben die Verbündeten je 2% einen Damage Buff. Oha. Also wenn es ein Full Saiyajin Team ist im gegnerischen Team, 6 mal 2, habt ihr direkt 12% für jeden euren Charaktere, die ihr im Team mit dabei habt. Dasselbe auch nochmal mit Ki-Regenerationsgeschwindigkeit. 2%. Das ist, Junge, warum nicht? Gemäß Anzahl vergangener Züge. Ein Zug, 15%iger Damage Buff, 2 Züge ebenfalls. Und die Leiste steigt um 15%. Und bei 3 Zügen heilt er sich. Und die Leiste steigt um 30%. Oha. Heftig. Real Talk. Also der Charakter ist bis jetzt sehr, sehr gut. Dann hat er nochmal hier direkt vor Alliance einen Schlagangriff. Die Superaktion wird ausgelöst. Dasselbe wie bei C17 auch. Hier die grüne Karte verpackt in dem Kit. Nach Auslösung einer Superaktion heilt er sich. Er hebt Attributsabzüge auf und Staatseffekte. Und die Ki-Reaktionsgeschwindigkeit ist nochmal um 15 down beim Gegner. Also beide Charaktere, Trunks und so auch Baby, senken die Ki-Regeneration des Gegners. Aller Gegner. Wichtig. Bei Auslösung eines Spezial- oder Finalangriffs eigener Zufügerschaden 15% ab und eliminiert Attributserhöhungen und Stärksverstärkungen des Gegners. Auch nicht verkehrt. Er bufft an der Stelle Schlag- und Fernverteidigung von GT, mächtiger Feind oder Erneuerung 38% und Basisschlagangriff von Erneuerung 18%. Ey, ganz ehrlich, für den TOP-Modus sind die richtig geil. Nur im PvP ist, wie gesagt, Baby hier wirklich von seinen Sternen abhängig. Wenn ihr ihn auf 3 oder 4 Sterne habt, ist er wirklich wahrscheinlich nicht so strong, aber ihr könnt mich gerne eines Besseren belehren, indem ihr das in die Kommentare schreibt. Aber ansonsten ist der für diesen Modus wirklich top. So auch Trunks. Bei den Teams ist es, was die Rangliste betrifft, eindeutig, welche Charaktere wirklich sehr gut performen. Ich habe jetzt hier aber erstmal mein Team von der letzten Season, welches ich euch zeigen möchte. Denn auch Kinoversion Saga kann gespielt werden. Allerdings nicht in der Konstellation, wie ich es vergangene Season gemacht habe. Denn die Charaktere sind jetzt hier. Aber auch darunter seht ihr laut Ki-Regeneration und auch hier laut der Filterung Z bis A, dass nur 3 davon in diesen Tiers reinzählen. Deswegen würde ich hier einmal das umstellen und zwar wie folgt. Ich würde Gamma und Birdco auf jeden Fall drin lassen, als auch die beiden Coolers und auch Salsa. Aber ansonsten die anderen 3 würde ich Free-to-Play, C13, Charles als auch Bardock mitnehmen. Wenn ihr die nicht habt oder einen von denen, dann könnt ihr natürlich hier im Z bis A hier einige andere Charaktere nehmen, wie zum Beispiel Super C13, der Senkai-Charakter, der eine garantierte Blauach hat, auch einen Deckungswechsel. Der bufft allerdings nur Cyborg-Charaktere mit seiner Sie-Fähigkeit, daher fällt er für mich persönlich weg. Wir können Cooler mitnehmen, wir haben auch noch hier andere Charaktere, wie zum Beispiel auch den Free-to-Play Broly, habe ich ganz übersehen, hier gegen den Super 17 ausgetauscht. Nicht zu viele blaue Charaktere, 3 Stück ist schon Maximum, das reicht eigentlich, dann sollte das auch ganz gut funktionieren. Ansonsten, wenn ihr Bardock nicht habt, könnt ihr natürlich auch andere mitnehmen und meinetwegen auch ins B-Tier rein dippen oder auch ins C-Tier. Wir haben jetzt hier im B-Tier Gamma und Birdku, also Gamma 2 und Birdku und auch viele andere noch, aber ich würde hier nicht so viele mitnehmen. Man könnte jetzt auch ein Volk der Hera-Team bauen, allerdings sind die Punkte nicht so viele, die man bekommt. Im C-Tier kriegt ihr natürlich auch nicht so viele Punkte, aber dafür habt ihr sehr, sehr viele Charaktere, von denen ihr wählen könnt. Zum Beispiel auch den Free-to-Play Piccolo, den könnt ihr für den Bardock reinsetzen, dann seid ihr eigentlich auch mit dem Team ganz gut bedient, weil er hat den größten Vorteil in einem Region-Team, beziehungsweise, sage ich da, in einem Kinoversion-Saga-Team. Und wenn ihr den hier positioniert, dass er vielleicht eine gute Ergänzung hier als Ersatz für Birdku fungiert, dann könnt ihr es auch so machen, dass ihr es auch hier so ein bisschen umswitcht. So zum Beispiel wäre auch eine Konstellation, wenn ihr nur einen Healer bräuchtet. Bei den anderen Teams, da gibt es ganze 2, die wirklich sehr, sehr gut diese Season mal wieder sind, und das sind die Mädels und das Universumsrepräsentantenteam. Und die fasse ich mal hier zusammen, denn Mädels
hier ganz klar in jeglicher Konstellation kann man die spielen. Bis paar mehr, ein paar weniger sind hier miteinander kompatibel. Zum Beispiel hier die C18 hier, die hatte ich hier mal rausgenommen, weil die ein guter Healer, auch ein Buffer ist für die Verbündeten. Hatten ihre Siegkraft aber nicht so viel mit Mädel zu tun. Aber dennoch profitieren die Felder neben ihr davon. Und zwar haben wir hier Bulma und auch Chi-Chi, Senkai-Charaktere vom Allerfeinsten, was die Mädels angeht. Die performen im PvP relativ gut und auch hier umso mehr. Dann haben wir darunter noch Kayle, unsere Healerin. Wir haben Bulma als Deckungswechsler und wir haben auf der Bank nochmal einen HP-Buffer für die Mädels, Senkai C18 und auch nochmal zwei Rosies, die guten Fernangriff haben. Ansonsten kann man auch hier Kayle mitnehmen, wenn man möchte. Die ist ansonsten zwar ein Extreme-Charakter, aber hat auch ein sehr gutes Kit hier mit dieser einen Fähigkeit. Da ist sehr viel drin und die performt soweit auch. Die sieht man soweit immer in diesen Teams, wenn man die auf hohe Sterne hat. Auch Vados trifft man häufiger an. Die hat auch eine relativ hohe Auffälligkeit, dass die auch hier öfter vorkommt, auch weil ihre blaue Leiste gefüllt wird, relativ schnell. Ansonsten kann man auch hier nochmal ins B-Tier reindippen, um dann hier die Charaktere mitzunehmen. C21 zum Beispiel. Wen ihr auch immer mitnimmt, eigentlich ist im Z bis A-Tier alles dabei, was ihr bräuchtet, um halt sich, um euch gut zu platzieren. Auch nochmal eine Healerin wie C18 hier. Gar kein Problem. Universumsrepräsentanten könnte man auch hier reinsetzen. Wenn ich das mal austausche, Mädels mit den Universumsrepräsentanten, dann hätten wir hier auch nochmal eine Konstellation, wo wir auch fast nur Mädels mitnehmen könnten. Wenn ich das aber mal zusammenfasse, und zwar hier das austausche mit ein paar Tipps auf dem Monitor, dann, oder auf dem Handy, dann kann ich hier mir ein sehr oder sehr schnell mir ein Team zusammenstellen, welches ich nutzen kann. Und so sehe ein Standardteam zurzeit aus, von den Universumsrepräsentanten, wenn ich jetzt mal hier, ich nehme einfach mal hier Vados mit, so. Oder, nee, noch besser, Jumper. So wäre nämlich ein Universumsrepräsentantenteam, welches man auch spielen kann. Wir haben zwei Rosies, wir haben Kayle, Jumper und, zweimal Kayle mit dabei, Berserk Kayle und Standard Kayle. Und dann hier nochmal auf der Bank Topo und Dispo, die auch dann ausgetauscht werden können, um Kayle so ein bisschen zu schützen. Wenn ihr einen der Extreme-Charaktere nicht habt, könnt ihr natürlich auch auf andere ausweichen, wie zum Beispiel C18 wäre auch eine Möglichkeit. Wenn ihr zum Beispiel, wir gehen mal davon aus, ihr habt die Berserk Kayle nicht, dann wechseln wir das so um und switchen hier es einmal so, dass die Felder neben ihr gebufft und geheilt werden und die anderen sind einfach so da. Ich würde aber dennoch empfehlen, nimmt auch Charaktere, wie gesagt, aus den anderen Tiers mit, wie Bergamo, der ist immer eine gute Wahl. Oder auch aus dem C-Tier, da gibt es ein, zwei Charaktere, die eigentlich auch mal Pflicht sind, wie zum Beispiel auch der Freezer, dieser Golden Freezer hier, der hat zwei garantierte blaue Karten und diese wollt ihr auf jeden Fall dem Gegner auch reindrücken. Deswegen Mails und Universumsrepräsentanten, Top-Wahl diese Season. Dann ist mir zwischen den ganzen Mädels- und Universumsrepräsentantenteam auch das Erneuerungsteam aufgefallen, welches man auch ganz gut spielen kann. Jetzt hier auch eine große Auswahl. Schaut mal, welche Charaktere ihr da habt auf hohen Sternen und auf welchem Freundesrang die sich befinden. Dann könnt ihr hier euch ein schönes Team zusammenstellen. Ich habe jetzt hier dieses Team mal gebaut. Der Kollege, den ihr jetzt daneben seht, hat sein eigenes Team gebaut, aber recht ähnlich. Ich habe jetzt hier aber ein paar andere Charaktere mitgenommen. Auf der Bank habe ich die beiden Babys. Extreme Baby, guter Schlagangriffscharakter. Auch der neue Baby, den kann man hier reinpacken. Und auch hier den Super Baby, nee, Vegeta Baby heißt er. Der ist auf der Bank, der hat ein Safe Heal, aber er hat noch einen Buff für die Verbündeten in der Reihe vor sich. Heißt, den kann man auch austauschen, falls man keinen Healer bräuchte. Da habe ich nämlich Fat Boo mitgenommen und der bufft dann die Reihe vor sich. Free-to-Play Boo habe ich drin, ich habe den Metal Cooler drin, wie ihr sehen könnt. Und viele andere hätte ich auch nehmen können. Aber die Auswahl ist relativ groß, da ist jede Charakterliste von euch natürlich nochmal anders aufgestellt. Ich könnte jetzt natürlich auch ein Cell mitnehmen, wenn ihr jetzt auf den Free-to-Play-Charakter nicht vertraut, wobei der eigentlich relativ gut ist, habe ich in Erinnerung. Und zwar hier, müsste ich noch anders positionieren, aber hier für Majin Buu-Saga-Charaktere, heißt jetzt für den Buu-Tanks zum Beispiel, den kann man dann eine Reihe vorhin stellen, damit er den auch bufft. Das wäre dann schon mal ein Vorteil, dass man den einfach hier die Reihenfolge ändert. Dann sollte das eigentlich auch soweit passen und den hier auch. Und dann kann man das einfach so mal hinstellen. Da hat man hier Vegeta Baby, der die Reihe vor sich bufft und der Free-to-Play-Boo die Reihe hinter sich. Und würde ich die nochmal austauschen hier, dann könnte ich das zum Beispiel auch so machen. Gibt viele Möglichkeiten. Wenn ich auch in das B-Tier runtergehe, sehe ich auch die C21-Charaktere. Ich habe dann LF Boo zum Beispiel, Kid Buu. Ich habe auch den Free-to-Play Cell mit dabei oder auch die Senka-Charaktere, wie zum Beispiel jetzt hier den Janemba.
auch eine ganz gute Wahl. Also der Janemba ist jetzt mit seinen Stats nach dem Zenkai auch sehr gut mitzunehmen. Gerade für Kinoversion-Saga-Gegner macht er denen das Leben schon mal ein bisschen schwerer, weil er auch sich selber bufft. Und ich glaube sogar auch, hat er einen Stun? Ja genau, hier, nach Auslösung einer Superaktion kann der Gegner nicht angreifen. Das ist hier nach Allein eines Fernangriffs zum Beispiel. Er kühlt seine blaue Leiste und, und. Also das ist wirklich eine gute Möglichkeit. Omega Shenlong wäre da drin. Oder auch im C-Tier. Der Piccolo wieder, wir haben Ultra Janemba und. Hier sogar Super Baby 2. Seine Zenkai-Version, der blaue, der ältere, auch ein sehr guter Healer. Den kann man mitnehmen, genau wie der Fat Buu. Wenn ihr die beiden mitnimmt, seid ihr eigentlich wirklich, wirklich sehr, sehr gut mit dabei, dass ihr da ein Team aufstellt, welches sich die ganze Zeit heilt. Aber schaut mal, was eure Charakterliste hergibt, das wäre eine Möglichkeit. Letztes Team gibt es hier so einen kleinen Underdog. Tipp, den man hier auch nutzen könnte oder anwenden kann, und zwar Hype Saiyajin. Wir haben ja einen Ultra Gohan bekommen und den kann man hier reinpacken. Er ist zwar im C-Tier, auch der LF Gohan, den ich auf der Bank habe, ist im C-Tier, aber mir hat noch ein roter Charakter gefehlt, deswegen habe ich ihn mal mitgenommen. Ansonsten hier im Z bis A-Tier haben wir viele Charaktere, wo ich auch einige mit dabei habe, wie zum Beispiel Zenkai Gohan, den lilanen, den zweifachen Gohan. Wir haben Trunks mit dabei, der auch den anderen Ultra Gohan bufft, als auch hier die Tech Unit, welche auch ein Vorteil ist. Einzige Extreme Tech Unit, meine ich, die wir haben. Und hier müsste ich sogar die Position ändern, dass wir hier das einmal so umändern, weil einerseits hier die Tech Unit bufft die Felder hinter sich. Das ist hier die verbündeten Halbzeichen Zukunftscharaktere. Und wir haben einmal Goten, der sich transformiert, eine garantierte blaue Karte in Runde 2 hat und hier die Felder schräg vor sich auch ebenfalls nochmal bufft. Deswegen hier die Damage-Dealer, die zweifachen Super Saiyajin Son Gohans, die wollen davon profitieren. Dann habe ich nochmal hier in der Ecke den Extreme Gohan, welcher ein guter Fernangreifer ist. Und auch leider, dass die Mechanik hat, dass er in der kampfunfähig wird, die Verbündeten heilt. Wollen wir nicht von profitieren, aber hier kriegt Fernangriff je 15% je Gegner. Und das ist etwas, was wir auf jeden Fall haben möchten. Mal 6 gerechnet, kommt dann guter Damage raus. Und dann auf der Bank habe ich nochmal Trunks, der sich transformieren kann. Und wie gesagt, der Son Gohan, der Beast Gohan aus dem C-Tier. Im B-Tier gibt es zwar noch auch einige Charaktere. Wobei ich sagen muss, Halbzeiten spricht mich persönlich nicht so an. Aber ihr könnt hier gerne mal von wählen. Einige Charaktere stehen zur Auswahl. Sehr gute Charaktere. Gerne auch ins C-Tier reindippen, wie ich. Und dann solltet ihr eigentlich ganz gut dabei sein. Und das war mein Guide für die 75. Season des Turniers der Kraft. Ich hoffe, es war hilfreich für euch. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne auch ein Like da und ein Abo, um keine Videos zu verpassen. Nächste Woche folgt auch noch der Walkthrough zu dieser Season. Lasst mir auch gerne mal in den Kommentaren da, ob ihr Halbzeiten spielt und ob ihr generell welche Teams ihr spielt. Würde mich gerne mal interessieren. Vielleicht gibt es auch etwas, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte dabei. Dann können die anderen davon auch profitieren. Aber ansonsten hoffe ich, der Guide war hilfreich für euch und dann hören und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut, bis dahin und ciao.